Bin hier mal gespannt jetzt. Also man kann ihn wahrscheinlich auch irgendwie klauen, aber im Endeffekt jetzt, wenn man das Geld hat, dann ist es am einfachsten, einfach einen zu kaufen. So teuer war es jetzt nicht, die 2 Millionen hat man, wenn man das so ein bisschen sich hochgepusht hat, ohne Probleme. Und dafür habe ich das ja gemacht, damit wir eben nicht denken müssen, oh, es ist mir zu teuer, sondern damit wir einfach blind die Sachen kaufen können, wenn wir sie haben wollen. So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier, genau, Cargo Bob, zack. Ja, das möchte ich benutzen, bestätigen. Ja, bestätigen, auswählen, bestätigen, auswählen, bestätigen, auswählen. Ja, wo bist du denn? Das ist jetzt mysteriös. Ich habe das doch jetzt... Also, wenn ich da hingehe, drücke nach rechts, um das eingelagerte Fahrzeug zu wechseln. So, dann kann ich den Frogger auswählen oder den Cargo Bob. Und dann sagt er mir, bist du sicher, dass du dieses Fahrzeug benutzen möchtest? Ja, bestätigen. Aber wie komme ich jetzt... Wo ist das denn jetzt? Wo ist denn jetzt der Cargo Bob? Ich sehe den noch nicht. Ah, okay, ich muss einmal weggehen. Da ist er. Endlich. Mein Cargo Bob. Herrlich. So, dann steigen wir da mal ein. Cargo Bob Hubschrauber. 2 Millionen habe ich dafür bezahlt. 2,2 Millionen. Ich hoffe, dass der jetzt auch für immer meins ist, wenn ich ihn schrotte, dass der dann meins bleibt. Wir fliegen jetzt erstmal da rüber zu dem U-Boot. Jetzt weiß ich nur nicht. Ah, da ist der Haken, okay. Oh, jetzt habe ich Vögel geschreddert. Sorry, Vögel. Wollte ich nicht. Wie kann ich denn den Haken runterlassen? Weiß ich gar nicht. Wir fliegen erst einmal in die Nähe von dem U-Boot. So, ist auch egal. U-Boot haben wir. Und mit dem U-Boot fliegen wir jetzt Richtung Alamo See. Dann schmeißen wir das U-Boot ab. Fliegen den Heli oder fliegen den Heli an Land. Ich weiß nur gar nicht genau, wo wir hin müssen. Wir müssen da mal ein bisschen suchen in dem See. Wir können uns da ja sowieso mal in Ruhe umschauen. Waren wir ja noch gar nicht tauchen. Wir waren sowieso außerhalb der Mission auch noch nicht mit dem U-Boot unterwegs. Da gibt es ja auch noch so Sachen zu sammeln dann später. Wir haben noch viel zu tun. Aber das wollte ich auf jeden Fall machen. Das stand immer schon auf meiner Liste seit langer Zeit. So, ich würde vermuten, irgendwo hier, aber ich habe keine Ahnung. Ich schmeiße das jetzt einfach hier in die Mitte. Und dann fliege ich noch den Heli weg. Ich hoffe, dass das dann an der Oberfläche schwimmt. Soll ich den jetzt einfach wegfliegen? Ich hoffe, mein U-Boot finde ich wieder. Aber da muss ich ja hinschwimmen. Nee, komm, scheiß auf den Chopper, den kaufen wir uns im Notfall neu. Kann ich auf dem Wasser landen? Mal gucken. Wahrscheinlich geht das Ding jetzt unter. Ich schwimme erstmal zu meinem U-Boot, dann gucken wir. Ich will da rein, das ist erstmal wichtiger. Kann man das im Notfall eigentlich neu kaufen? Weiß ich gar nicht. Oder spawnt sowieso wahrscheinlich immer neu. Ja, mein Helikopter ist verschwunden. Den finden wir dann wahrscheinlich aber auch gleich unter Wasser. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wow. Okay, das ist schon mal düster. Ich sehe schon mal gar nichts. Da sehe ich auf jeden Fall meinen Helikopter. Der Cargo Bob. Ja, dahin sind die 2 Millionen. Der ist jetzt hier auch ein Korallenriff. Aber, ich sehe vor allem gar nichts. Es ist mega trübe. Kann es sein, dass ich entweder tagsüber tauchen muss oder... Was haben wir denn hier? Oh, ich glaube, wir haben es schon gefunden. Ich erkenne gerade wirklich gar nichts. Doch klar, da ist das Cockpit. Wir haben es tatsächlich. Das liegt tatsächlich hier im See. Das finde ich ja ziemlich cool. Also, dass die Geräusche hier unter Wasser sind gruselig.
Hört ihr das? Also das macht mir Angst. Auf jeden Fall, die Riesenmaschine liegt hier tatsächlich im See. Finde ich sehr cool, dass das auch wirklich dann hier noch liegt für immer. Und nicht einfach irgendwie verschwindet. Das könnte man ja auch denken. Da bin ich ja wirklich genau richtig schon ins Meer hier, in den See. Weil da haben wir es ja direkt gefunden. Was ein Riesending. Das war wirklich cool zu fliegen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir können das sonst außerhalb der Mission gar nicht fliegen. Das ist eigentlich ziemlich schade. Weil das wirklich eine Hammermaschine ist. Also die Geräusche hier sind gruselig. Ich würde ja auch sagen, ich steige aus und guck mal nach. Da liegen noch die Reifen. Ich würde ja auch sagen, ich steige aus und schwimme mal rein, aber da habe ich zu viel Angst gerade hier. Es ist zu düster und böse. Wahrscheinlich die Geräusche waren sowieso nur mein gegen das Flugzeug fliegen, aber... Die haben ja wirklich den ganzen See auch designt. Das ist natürlich schon krass. Muss man denen schon auch zugute schreiben, dass sie hier wirklich die ganze Unterwasserwelt, dass das nicht so wie bei San Andreas eben einfach nur so eine Sandfläche ist, sondern wirklich mit Pflanzen und da Steine und dies und das. Mit eigenem Relief. Das ist schon sehr cool. Wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwelche Easter Eggs zu finden oder Schätze oder so, aber da werde ich jetzt nicht noch nachsuchen. Wir werden einfach gleich wieder auftauchen. Ich wollte ja nur das Flugzeug suchen. Das haben wir gefunden. Finde ich super, dass es da liegt. Okay, gut, dann würde ich sagen, tauchen wir wieder auf. Draußen ist wahrscheinlich tiefe Nacht, oder? Ja, so ungefähr. Ja, ist natürlich schade um meinen Heli. Ich würde jetzt aber gerne nachgucken, weil wir haben den ja jetzt zerstört. Der liegt ja jetzt hier am Meeresboden, am Seeboden. Da würde ich jetzt gerne mal beim Flugplatz nachschauen, ob ich den denn dann nochmal auswählen kann. Wahrscheinlich ja. Dann kauft man den tatsächlich nur einmal und kann ihn dann immer benutzen. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Oder aber der ist wirklich jetzt zerstört und ich müsste ihn neu kaufen. Aber das U-Boot spawnt hoffentlich auch neu. Denn da wollen wir ja vielleicht nochmal irgendwas mitmachen demnächst. Ist eine coole Sache auf jeden Fall, dass man hier damit die Gegend erkunden kann. Man kann ja auch mit einem Taucheranzug, der liegt glaube ich bei Michael, kann man ja auch Sachen erkunden. Give me that car, bitch! Oh, sorry! Coyote, 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 definitely Coyote. Ja, wollte ich gar nicht überfahren. Ich hab das nur nicht gesehen, das Ding. So, ach, guck mal da. Da steht er. Okay, das heißt tatsächlich, wir können den jetzt jederzeit benutzen für die 2 Millionen. Und das U-Boot steht auch schon wieder da. Ja, na dann ist ja super. Also wir können ab jetzt wieder jederzeit irgendwelche Sachen erkunden. Was mich jetzt gerade nur ärgert, ist, dass mein Jet weg ist. Also dadurch, dass ich hier das Flugzeug hingestellt habe, scheint der Jet verschwunden zu sein. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Müssen wir uns irgendwann nochmal neu besorgen dann. Okay. Buckingham Luxor.
Können wir uns übrigens auch mal kaufen demnächst, dann steht der da immer. Dann können wir den wahrscheinlich auch jederzeit auswählen. So, wir fahren mal Richtung Startbahn. Und da bitten eine Startgenehmigung, Startfreigabe will. Ready for takeoff. Und go! Schön die Lampen da an den Rädern oder an den Flügeln, finde ich super. Und hoch, und hoch. So, jetzt wäre die Frage, fliegen wir ins Gefängnis oder fliegen wir... Nee, Gefängnis fliegen wir nicht, da waren wir übrigens auch schon mal. Nur die Leute scheinen immer, man soll mal ins Gefängnis einbrechen, aber da gibt es ja nicht viel zu sehen. Wir könnten verschiedene, wir haben verschiedene Sachen. Wir könnten zu Minuteman, wir könnten zu Randale. Oder tatsächlich, warte mal, was habe ich denn noch hier stehen? Cargo Bob kaufen mit Trevor und den Seakunden, habe ich gemacht. Firmen kaufen, Golf spielen, Glatze machen. Glatze machen wäre auf jeden Fall eine Option, dafür müssten wir allerdings in die Stadt. Was können wir denn mit ihm für Geschäfte kaufen? Jagen gehen können wir auch noch, stimmt. So, Tequilala können wir kaufen, Pitchers, The Hen House, Hookers, Downtown, Cop Corporation, den Feldhanger können wir auch noch kaufen, immer noch. So, hier, Dock des Sonarsuchdienstes, das wollte ich mal kaufen. Da können wir mal kurz hin. Wobei das natürlich jetzt mit dem Jet etwas problematisch wird, da zwischen zu landen und dann wieder abzuhauen. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Aber das wollte ich auf jeden Fall mit Trevor kaufen. Denn dann können wir auch mit dem U-Boot noch ein paar mehr Sachen machen. Muss ich dann nur schauen, wo und wie ich da landen könnte. Wahrscheinlich irgendwo auf der Autobahn mal versuchen. Naja, mal gucken. So, jetzt müssen wir tatsächlich dann auf der Autobahn versuchen zu landen. Na gut, das wird eine Herausforderung. Man könnte, ja klar, man könnte auch mit dem Fallschirm rausspringen, aber ich will den Jet ja noch mitnehmen. Ich will da ja wieder weg. Okay, das war irgendwie nicht so ganz optimal. Ich habe den Einflugwinkel, glaube ich, etwas falsch gewählt. Macht nichts, wir sterben dürfen ab jetzt jederzeit. Das ist egal. Das Geld ist egal. Ich glaube, wir kommen sogar dann, also es ist halt schade um den Jet jetzt. Aber gut, müssen wir da irgendwie anders weg. Wir können ja im Notfall immer mit dem Taxi fahren. Die Frage ist nur, wo kommen wir raus? Wahrscheinlich sogar schon halbwegs richtig. Wir könnten natürlich jetzt, warte mal. Wir sind da oben, nee, Minutemen sind... Die Frage ist, doch, mit ihm müssten wir... Nee, Hookies. Genau, doch, er kann das kaufen. Ja gut, dann, Trevor... Müssen wir nur hier wegkommen. Nehmen wir das Auto da. Es ist schön, wie man immer noch 371 Millionen hat. Was haben wir denn hier eigentlich für eine Immobilie? Notfalls kaufen wir die noch kurz, wo wir gerade hier sind. Ach, hier ist das Hennhaus. Sollen wir das kurz mitnehmen? Oh, jetzt habe ich das Schild umgefahren. Egal, wir kaufen das. Du hast das Hennhaus gekauft. Das Etablissement versorgt die durstigen Bürger von San Andreas mit Getränken. Ein Bar und Nightclub. Ist doch schön. Wo wir gerade hier waren, warum nicht? Nehmen wir das halt mit. Wir kriegen dann eh nach und nach immer noch Mieteinnahmen, aber die, bis man die mal drin hat, die Mieteinnahmen mit den, also bis man die Kosten mal gedeckt hat mit den Mieteinnahmen, das dauert eh ewig, also lohnt sich eigentlich nicht wirklich, aber okay. Mr. Phillips, ich glaube, Sie sind jetzt der stolze Besitzer, Moment, der stilvollen Gentleman-Bar der Stadt.
Der stilvollsten Gentleman. Boah, fast die Cops kommen. Der stilvollsten Gentleman war der Stadt. Zumindest erzählen wir uns das immer wieder selbst. Ich bin der Geschäftsführer im Hennenhaus und damit Ihr erster Ansprechpartner. Ich hoffe. Ich muss auf die Straße achten. Ich hoffe. Wo war ich? Ich werde Sie nicht allzu oft behelligen müssen, aber in dieser Branche weiß man nie. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Sie sind offensichtlich ein kluger Investor. Nichts ist rezessionsreicher als Titten und Schnaps. Stimmt's? Grüße, Logan, The Henhouse. Ja, danke schön. Ich werde mich da Ihnen eh nie blicken lassen und wenn du eine Mission für mich hast, dann werde ich die auch nicht machen. Ich wollte das Ding nur kaufen. Genauso wie ich jetzt die andere Immobilie da noch eben kaufe. Die Sonar-Missionenstelle da. Schöne Stelle hier, ne? Erinnert ihr euch? Warte mal, lass mich mal gucken. Nee. Wo muss ich denn hin, um einzukaufen hier? Hello there! Hello there! Nee, ich wollte hier mal die Immobilie kaufen. So, Doc des Sonar-Suchdienstes. 250.000 und Einnahmen 23.000 pro gefundenen Auto. Atommüllfass. Du hast das Doc des Sonar-Suchdienstes gekauft. Dieses Unternehmen hilft dir bei der Suche nach Atommüll auf dem Meeresboden um San Andreas. Da können wir dann mit der App. Genau, du erhältst für jedes gefundene Atommüllfass $23.000. Müssen wir, glaube ich, sogar auch machen für die 100%. Und dann nimmt man sich das U-Boot, was da ist. Da ist jetzt wahrscheinlich immer eins. Und damit kann man dann Atommüll suchen. Wir können ja mal so kurz mal gucken, wie das aussieht, damit ihr wisst, wie das so funktioniert. Und dann... Sehr geehrter Mr. Phillips, ich bin sicher, so eine Betreffzeile sehen Sie nicht oft in Ihrer... Moment. Ah gut, jetzt hat sich das eh erledigt. Folge dem Sonarsignal von Trackify, um Atommüll auf dem Meeresboden zu finden. Genau. Das ist nämlich jetzt die Sache dabei. Wir müssen das nicht einfach selber suchen, sondern wir können mit dir Trackify den Atommüll suchen. Wir müssen also nur dahin fahren. Also einfach in Richtung roter Punkt halt. Ist jetzt nicht so schwer. Das muss man dann eben für alle Atommülllagerstätten machen. Und das zeigt mir dann sogar noch an, auf welcher Höhe sich das befindet. Auch schön hier mit den Felsen und so unter Wasser. Die haben sich wirklich Mühe gegeben bei der Unterwasserwelt. Das finde ich wirklich schön. Wobei das viele wahrscheinlich nie sehen werden. Die meisten zocken die Story durch, dann siehst du das alles hier gar nicht. Machen ja die wenigsten sowas hier, wie Atommüll suchen und so. Und dabei gehört das ja eigentlich dazu. So, ich glaube, wir sind jetzt dran vorbeigefahren. Ich glaube ja fast, das liegt unter dem Stein da. Patrick, bist du da? Ah, nee, warte mal. Ich müsste direkt davor sein. Ich sehe es nur gerade noch nicht. Ich bin gerade blind. Ah, warte mal, da leuchtet was. Und wie mache ich das jetzt? Muss ich da hinschwimmen oder? Ah ne, Müll gesammelt. Eins von 30 Atommüllfässern geborgen. $23.000. Ja gut, vom Geldsinn her bringt uns das ja überhaupt gar nichts. Ich habe ja viel zu viel eigentlich schon. Aber ich glaube fast, das müssen wir demnächst dann mal irgendwann machen für die 100%. Aber gut. Lohnt sich natürlich finanziell einfach nicht. Deswegen würde ich fast sagen, wir lassen das jetzt. 30 Mal, das dauert schon locker bestimmt auch wieder eine Stunde oder zwei. Und da sitzt du ja dann wieder 6 Parts, 5 Parts, sitzt du dann nur da unter Wasser und suchst Atommüll, ne? Hat ja auch was für sich, so ist ja nicht, aber ich würde das jetzt nicht so lange machen wollen. Ich wollte eigentlich nur mal zeigen, wie das funktioniert und dass wir das theoretisch auch irgendwann mal machen können oder sogar müssen dann.
So, wo ist der nächste? Da. Nee, warte mal, gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Sogar noch ein bisschen hier rüber. Ich klemm hier überall immer fest. Ich mach das Ding gerade so kaputt wahrscheinlich. Da unten dann wahrscheinlich, oder? Mal gucken. Ja, da leuchtet es schon ganz dick. So, 2 von 30. Also, ja, das würde lange dauern, deswegen, das machen wir jetzt nicht. Ich wollte es nur mal zeigen, wie das... Also, es zeigt dann immer direkt die nächste Position. Man muss die einfach einmal alle abfahren. Wo sind wir denn jetzt gerade, damit ich ungefähr weiß, wo wir weitersuchen? Also, da oben bei dieser Spitze müssen wir ungefähr weitermachen dann. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt auf... Warte mal, nee, lass mich überlegen. Wir haben vor... Tennis, Minuteman, Rennen... Gefängnis. Ja gut, wir können ja mal auf Michael wechseln. Und mal schauen, was der so macht.